Grüße, Grüße gehen raus an euch und vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid bei Dot Age. Nächste Folge. Wir sind auf einem guten Weg, das nächste Unglücksereignis abzuwenden. Nichtsdestotrotz steht Sippo hier mit rülpsendem Bauch irgendwo in der Walachei rum. Naja, muss er durch. Wir haben alles verteilt. Wir sind immer noch auf der Forschung nach dem Forschungsgebäude. Kostet mich auch nur Holz, ne? Deswegen Holzfarmen minus 14. Ach, wegen dem... wegen der verbesserten Dorfhalle hier. Wie heißt die nicht? Dorfhalle? Dorfzelt? Dorfhalle? Doch, Dorfhalle ist richtig. Enche. Okay, wir haben trotzdem noch 15 Holz. Und der andere Vorteil davon ist, dass wir jetzt lagermäßig bis zu 80 Sachen einlagern können. Oder 60? Was denn jetzt schon wieder? Ich kann es in meinen Knochen spüren. Die nächste Jahreszeit kommt auf uns zu. Mach dich darauf gefasst. Das ist richtig. In 5 Tagen ist die nächste Jahreszeit. Warum sammelst du dann da hinten immer den Busch ab? Naja. Lassen wir ihm seinen Spaß. So, wir haben einen freien Pip. Reicht das aus? Reicht aus. Okay. Da gibt's nichts dazu. Gut, dann könnten wir die auch tatsächlich lassen. Dann haben wir noch 3. Ich würde gerne Steine sammeln. Ich würde eine Runde mal Werkzeuge machen. Da muss aber erstmal eine ausgebildet werden. Hier nicht. Und nein. Und ich würde... was würde ich denn noch machen? Wir haben noch einen frei. Wie alt bist du hier eigentlich? Wo ist denn der Kollege? Da, 3 Tage noch. Machen wir das? Kein was? Oh, ich muss hier Leute ausbilden. Okay, na dann... zum Glück habe ich darauf geguckt. Dann bilden wir ihn nochmal kurz aus. Was ich mich frage. Angenommen wir... der Kollege, der hier arbeitet. Ja, ja, wir haben gewonnen. Oh, sehr gut. So, was ist das Ereignis? Ach, guck mal, es ist wieder geheilt. Das ist sehr gut. Okay, Unglückereignis kommt heute Abend. Oh, das Dorf gewinnt 6 einfache Werkzeuge. Sehr schön. Unbekannte Ressourcen. Manchmal finden Pips neue Ressourcen in den umliegenden Dörfern. Okay. Wozu diese dienen, ist anfangs vielleicht nicht klar, aber wenn du weiter neue Gebäude erforschst, wirst du sicher eine Verwendung für alle Ressourcen finden, die du finden kannst. Die 6 einfachen Werkzeuge habe ich bekommen, weil ich das hier fertig habe, oder? Oder war das das Ereignis? Nee, das war das Ereignis. Perfekt. Gut, dann können wir den auch wieder abziehen. So, ich mache jetzt tatsächlich eine Runde nochmal alles weg. Nee, du auf gar keinen Fall. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. So, haben wir noch 3 Angestellte. Wer arbeitet denn noch? Achso, genau, unsere beiden Forscher. Machen wir auch mal kurz weg. Und du upgradest. So, ich würde gerne... beide upgraden. Und das ist durchaus möglich. Wunderbar. Ich würde ein bisschen für Zufriedenheit sorgen. Einfach nur, dass wir hier wieder auf einen Wert kommen, wo ich schon mal zufrieden mit bin. So, der ist nächste Runde auch wieder fit. Dann essen, essen. Ich muss auf jeden Fall anbauen. Und dann würde ich wahrscheinlich noch eine Runde Beeren sammeln. So,
So, wir machen heute mal kein Holz, keine Steine, kein Wasser. Wir machen überhaupt gar nichts. Sondern kümmern uns tatsächlich erstmal um das hier wieder. Weil das nächste steht überhaupt nicht bevor. Okay. Hitze wäre das nächste. Aber da sind wir super aufgestellt. 2 Tage noch. Gut. Bist du fertig? Nee. Ich habe gar nicht geschaut, wie viele Tage brauchen die für das Upgrade. 2? 3? So, abgelegene Bermuda-Dreieck. Ach so, seht ihr? Was bringt mir das eigentlich? Mini-Evente. Freischalten mit 5 Punkten. Neuer Mechaniker. 29 Ereignisse. Manchmal tauchen im Dorf Mini-Ereignisse auf. Das sind kurze Ereignisse, die keine kleine Auswirkungen haben. Meistens gute. Naja, gut. Wenn er sagt, meistens gute. Woran erkenne ich die? Okay, dann machen wir das hier erstmal wieder voll. Okay, woran erkenne ich Mini-Ereignisse? 2? Ah, guck mal. 2 Tage sind es. Okay. So, das ist angepflanzt. Das ist auch am Start. Dann können wir wieder Holz sammeln und Steine. Oh, wir haben sogar noch einen. Dann machen wir gleich mal hier wieder. Okay. Ja. Wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht, dass ich die Runde so beende. Ich habe keine Nahrung gesammelt? Also keine Beeren? Naja. Gut. Forschungsbäumchen gebaut. Dann machen wir... Okay, Erwachsenenalter, perfekt. Hier natürlich weiter. Kriegen jetzt 6 Forschung pro Tag. Könnten wir mit einer Sache... Ich würde gerne den Altar bauen. Ich weiß nämlich nicht, was das für eine Ressource ist. Die würde ich gerne mal in Erfahrung bringen. Dafür brauche ich Nahrung. Okay. So, Werkzeuge brauche ich nicht. Ehrlicherweise, ich weiß auch nicht, für was ich gerade die Steine brauche. Weil wir haben eigentlich keine Gebäude dafür. Also wir haben keine Gebäude, die Steine irgendwie gerade benötigen. So, wir machen auf jeden Fall mal ein bisschen Hanf. Euch können wir übrigens auch abziehen. Ich würde tatsächlich ein bisschen mal eine Runde hier rauf gehen. Dann sind wir hier erstmal safe für die Zukunft. Wir haben das, wir haben das, wir haben das. Wir haben den 34. Sommer. Guck mal, wie wenig Bären wir abgegrabbelt haben in dieser Jahreszeit. Das ist Wahnsinn. Brauchen wir gerade Holz? Also gut, man braucht immer Holz. Wir könnten uns den eigentlich sparen. Wobei den Tomaten-Johnny, ja doch, den brauche ich für vielleicht irgendwelche Special-Sachen. Achso, wir machen das Ding jetzt gerade. Ich würde danach gern das bessere Haus erforschen, wo einfach viel mehr Leute reinpassen. Dann können wir uns Häuser sparen. Okay. Machen wir so. Sehr schön. Besseres Dorfzentrum. Also, die Dorfhalle. Auch errichtet. So, letzter Tag im Sommer. Ich sehe ein unbekanntes Ereignis, das über unser hereinbricht. Die Vision ist verwirrend, aber ja, ist genau.
Altar. Altar, Schwede. Okay, 1 Krankheit, aber wir haben ja 8 schon quasi vorproduziert. So, das können wir auch erstmal wieder lassen, genauso wie das. Wobei, ich würde nochmal ein bisschen was hierfür machen. Wobei, eigentlich nicht. Wir haben da so viel Vorsprung erstmal und solange das hier nicht irgendwas von den 100% beeinflusst, können wir das auch lassen. Ach, mit rechter Maustaste kann ich auch machen. Ah, okay. Ich mache mal mit WASD. Das Steuerdings? Nee. Ach, wunderbar. Das ist ja entspannt. Dann bräuchte ich sogar nur noch eine Hand für das Spiel. Was habe ich denn hier erforscht noch? Ach ja, klar. El Altaro. Kann ich das? Ja. Wenn Walteron innerhalb von 1. Ja gut, da habe ich nicht allzu viel Auswahl, ne? Würde ich wahrscheinlich hier hinbauen. Hier Holz, easy. Machen wir. So. Nahrung, Nahrung. Holz machen wir doppelt. Wie waren wir denn noch? 3 freier. Ich würde vielleicht nochmal voll auf... auf Bärchen gehen. Einfach, weil ich gerade sonst nichts brauche. Wir forschen nichts mehr. Achso, ja, stimmt. Wir haben ja erforscht. Großer Altar. Ja, da muss ich erstmal den Sinn dahinter verstehen. Die Hütte des Heilers. Habe ich diesen... Komm, den Kräutersammler machen wir schon mal. Der wird jetzt gleich im Herbst interessant. So, okay, alle fressen Beeren. Oh, gut, macht er das? Mir egal. Altar wird gebaut. Nö, ich denke, es ist alles gut. So, da fliegen die Beeren zu den einzelnen Menschen. Laufen die eigentlich durch den Wald? Nee, ne? So, Herbst. Ah, guck mal, jetzt kommt Kälte dazu. Okay, jetzt muss ich Wärme produzieren. Der Bereich der Kälte ist aktiviert. Saisonale Bedrohung wird auf 1 gesetzt. Krankheit. Neue Ressource. Bereich der Kälte. Die Blätter fallen, das Licht ist warm. Der Herbst ist da. Der Bereich der Hitze verwandelt sich in dieser Jahreszeit in den Bereich der Kälte, also solltest du deine Produktion auf Hitze umstellen. Das ist deine letzte Möglichkeit, Nahrung zu sammeln, denn im nächsten Winter werden die meisten Feldfrüchte ausfallen und die Tiere werden sich nicht mehr wie gewohnt vermehren. Oh mein Gott, was? Sorge dafür, dass du genug Nahrung für den ganzen Winter hast. Ach du heilige Scheiße. In der kalten Jahreszeit ersetzt der Kältebereich, ja, den Wärmebereich. Kälte ist heimtückisch, denn sie verlangsamt deine Pips und Gebäude ist auch für deine Nahrungsreserven sehr problematisch. Dafür sorgen, dass Pips gut versorgt sind. Wenn Ereignisse unkontrolliert bleiben, können sie Folgen haben. Neue, bisher nicht vorhergesagte Ereignisse können auftauchen und der Prophezeiung hinzugefügt werden. Ein gutes Ereignis kann die Kette blockieren. Oh mein Gott. So, der Kräutermichel. Gut. Wir werden mal ganz kurz alle abziehen. Nein, ich kann im Herbst keine Beeren sammeln. Das ist bitter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wer arbeitet noch? Achso, ja, der am Haus hier. So. Ja, gut, dann... Also ich hätte gerne den Kräutermichel, das ist klar. Der muss am Wald stehen. Wasser beeinflusst den auch nicht, ne? Dann kommt er hier hin. So. Einer macht das. Achso, ja, stimmt. Ich muss unbedingt für Wärme sorgen. Okay, verbraucht von Wasser. Heilt einen nassen Pip mit Holz. Bringt das irgendeinen Vorteil, wenn der irgendwo steht?
Hier beim Holzmichel oder so? Nee. Also das ist tatsächlich Banane. Ja, hier darf er auf jeden Fall nicht stehen. Das ist auf jeden Fall Banane, wo der steht. Der kriegt nirgendwo Plus oder Minus. Ist die Frage, sein Kompagnon, den ich jetzt übrigens gleich mal mache. Nee, der ist auch egal, wo der steht. Gut, dann können wir den bauen, wo wir wollen. Würden fast hier hinbauen. Eine Runde. Eigentlich müsste ich sogar einen zweiten schnell bauen, damit ich das aufholen kann. Erstmal provisorisch. Wir haben ja 5 Runden Zeit. So, das machen wir dann über den Kräuter-Michel? Michel? Ja, ich muss auf jeden Fall Nahrung sammeln. Hilft nichts. Und ich muss eigentlich nochmal auf Hühner gehen. Den Kräutersammler baue ich gerade. Ach, guck mal, der hat sogar so eine Range. Das ist ja super. So, dann muss ich noch mal ganz kurz pflügen. Da kommt dann der Barbecue Grill drauf. Da gibt es ja auch noch eine Erweiterung, ne? Der macht aus 2,5 in 2 Schritten. Der macht aus 1,4. Ich würde ja nie im Leben den hier machen. Okay, plus 5, wenn Wohnung innerhalb von 2. Plus 3, wenn Wohnung innerhalb von 2. Plus 5, wenn Wohnung... Alter, okay, der hat aber irgendeine Ressource, die ich überhaupt gar nicht kenne. Okay, ja, wir müssen... leider hier ein Haus bauen. Puh. Okay, jetzt haben wir gar kein Holz mehr. Etawa? Okay, wir machen also jetzt gleich ein bisschen Plus. Ne, wir machen immer noch Plus an Essen. Das ist gut. Gut. Ja, Hitze müssen wir unbedingt machen und forschen. Was braucht denn das? Ah, guck mal, Steine haben wir sogar noch. Sehr gut. Sehr gut. Lagerfeuer 2. Damit können wir wieder ein bisschen was ausgleichen. Oh, ich hoffe, dass da nur einer gebraucht wird. Ja, sehr gut. Ach, und das produziert sogar schon 2 von vornherein. Das ist natürlich super. Dann können wir das auf jeden Fall aufholen. So, Krankheit sind... sieht es immer noch gut aus. Kann ich hier jetzt die Produktion umstellen? Nee. Wer verarbeitet denn das? War das was anderes? Ach, die Hütte des Heilers war das. Ah, okay. Der kann das gar nicht verarbeiten. Das muss ich upgraden. Verstehe. So, plus 3. Benötigt Jagen innerhalb von 2. Bisschen Holz, alles gut. So, das wird alles morgen fertig. Brauche ich Kräuter? Eigentlich nicht. Ich würde es einmal sammeln, einfach nur um es zu haben. Und danach würde ich den aber dann abziehen. So, wir produzieren Hitze, das ist gut. Wir produzieren sonst... ja gut, okay, Holz gerade nicht, weil wir hier Minus machen mit dem Vieren. Ja, aber der Rest passt.
Und wir machen immer noch ein bisschen Nahrung minus gerade. Weiß gar nicht warum. Aber wenn der zweite hiervon steht, dann machen wir erstmal nochmal richtig plus. Ja, ich kann euch auf jeden Fall jetzt schon mal sagen, wir werden den Winter nicht überleben. Zumindest nicht mit dem, was ich gerade habe an Ressourcen. Also hier im Lager. Bereich des Kataklysmus. Die Erde hat ihren eigenen Willen. Es gibt Naturkatastrophen, über die du keine Kontrolle hast. Hüte dich vor dem Bereich der Natur, weil wenn die Jahre voranschreiten, kann der Boden zu brummen beginnen und unbekannte Kräfte implodieren. Es ist schwer, sich gegen Naturereignisse zu verteidigen, denn diese Kräfte entziehen sich deiner Kontrolle. Plane entsprechend und baue wieder auf, um die Katastrophen, die das Dorf heimsuchen, zu überleben. Vielleicht hilft es, die Natur mit Respekt zu behandeln. Also, der letzte Bereich ist dann also Kataklysmus. Kriege ich sogar plus 2? Ach, der Altar. Ja. El Altaro verbraucht eine Domade für Schutz der Natur. Perfekt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, ihr steht. Du, genau, produzierst. Ich mach mal kein neues Kind. Bin irgendwie gerade mit der Anzahl der Pips sehr zufrieden. Okay, gut, dann machen wir nochmal eine Runde Hanf. Und nochmal ein bisschen Gesundheit. Da machen wir jetzt auch perfekt. Plus. Genau, ja, wir verbauen leider dafür sehr viel Holz. Aber das produzieren wir ja nach. Und der Kollege ist morgen auch fertig, sodass ich dann wieder mehr gekochtes Fleisch bekomme. Apropos, wir machen jetzt Mantelmacher. Kunsthandwerker. Gefroren. Ja, der macht wahrscheinlich Sinn. Großes Lagerfeuer machen wir später. Der Eiermichel. Ich mache ihn einfach mal. Der bringt mir hier zumindest nochmal 3 Eier pro Runde. Auch hier ist leider das Problem, der wird im Winter, also wenn das wirklich stimmt, dass die Tiere im Winter auch weg sind, halt auch gar nichts generieren. Ich muss von dem leben. Ich muss mir jetzt ein bisschen rohes Fleisch aneignen. Und das kann ich ja im Winter noch ein bisschen braten. Für eine, naja, gewisse Zeit. Wahrscheinlich macht es auch gar keinen Sinn, den zu benutzen später. Boah, ich müsste eigentlich hier voll auf das gehen. Ich glaube, das macht Sinn, wenn wir es so rummachen. Ich habe dafür aber zu wenig Tomatenfelder eigentlich. Shit. Ah, ich habe keinen freien mehr. Krass. Ja, gut, machen wir eine Runde mal so. So, wir haben Barbecue gebaut. Ich werde vielleicht nochmal ein Tomatenfeld bauen. Ich glaube, das mit dem Tomatenfeld macht absolut Sinn. So, den brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, euch brauchen wir auch nicht mehr. Genau, und dich sowieso nicht. So, dann produzieren wir erstmal. Ja gut, einen muss ich machen, damit ich noch genug Nahrung produziere. Und nicht Minus mache. Ich würde aber tatsächlich gerne noch... Hier oben haben wir ja mehr als genug Platz. Dann machen wir hier nochmal zweimal den Boden pflügen. Wir sammeln nochmal Samen ein und eine Runde Wasser. Und dann würde ich hier nochmal 2 Tomatenfelder anpflanzen. Ach,
guck mal, der macht ja sogar noch Plus. Warte mal, das ist Quatsch. Kann ich das abreißen? Dahin muss es, weil dann würde ich hier noch einen Brunnen bauen. Ach ja, das verbesserte Lagerfeuer müssen wir auch nochmal irgendwann bauen. Brunnen ist sammeln. Nee, doch, ist sammeln. Nee, da reicht mir auch der kleine Brunnen. Hauptsache, ich krieg den Bonus hier drauf. Ja, so passt das. Sehr gut. So, haben wir besiegt? Müsste eigentlich jetzt das bisschen wieder weggehen. Ja, ist wieder komplett frei und wir kriegen positive Sache. Oh, das Gold. Eine Kupferader erscheint. Oh mein Gott, wie schön. Das bedeutet, der Steinmichel muss abgerissen werden. Und da hinten hin. Eierfarm. Werkzeuge. Ja, gut. Ich habe Werkzeuge schon seit Ewigkeiten gebaut. Ja, brauchen Werkzeuge. Wenn du das mit den Werkzeugen hast, kannst du einen Pip ausbilden, diese Werkzeuge benutzt. Ja, stell sicher, dass du einen Werkzeugmacher in deinem Dorf hast. Achso, muss ich den eigentlich ausbilden? Habe ich denn einen ausgebildet? Oh ne, guck mal. Da müssen wir mal einen ausbilden. Ja, das müssen wir leider abreißen. Und hier hinten neu aufbauen. Das ist natürlich ärgerlich gelaufen jetzt. So, ihr beiden geht weg. Weil ihr müsst die Tomaten anpflanzen. Kann ich eigentlich mit Schiff? Ja, mit Schiff kann ich doppelt bauen. Okay, sehr gut. Beide anbauen. Wir machen insgesamt noch Plus. Das ist schön. Da haben wir noch das positive Ereignis mit der Kupferader. Hier werden wir auch mit 100% durchgehen. Das ist sehr schön. Ach ja, ich habe das Eierhäuschen ja noch gebaut. Oh, und wir haben das nächste. Was bringt mir das? Gesunde oder Fröhlichkeit? Ich bin eher für Fröhlichkeit. Glücklich. Glücklich ist immer gut. Ist jemand glücklich geworden von meinen Pips? Wahrscheinlich nicht. Ja, okay, dann machen wir Schluss. Sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge Dot Age. Und dann, ja, werden wir nochmal ein bisschen umplanen. Die werden frei sein, die werden frei sein. Baut das gar keiner? Oh, das baut gar keiner. Jetzt baut's einer. Eine Runde, zwei Runden. Ja, und dann, das ist auch fertig, gehen wir langsam Richtung Winter. Und da wird's dann interessant. Mal gucken, ob wir das alles hinkriegen. Gut. Vielen Dank und bis morgen. Warte mal, eine Sache noch. Baut die Kupferader auf dem Steindings auf? Oder ist Kupfer ein eigenes Gebäude? Ist was eigenes. Okay. Dann ist es richtig, dass ich es abreiße. Gut. Bis morgen. Tschüss.